1508 schickt Napoleon seine Soldaten über die Pyrenäen nach Spanien. Er geht davon aus, dass man sie freudig begrüßen wird. Auf meinem Banner stehen Freiheit und Emanzipation vom Aberglauben. Damit wird man mich als Befreier Spaniens betrachten, sagt er. Napoleon glaubte, das Volk würde sich zu einer Revolution erheben. Aber er hatte sich in der spanischen Mentalität getäuscht. Napoleon kann sich nicht vorstellen, dass Menschen ihr Land mehr als die Freiheit lieben. Eine Fehleinschätzung, genährt durch Stolz und Hochmut, die ihn schließlich in die Katastrophe führen wird. Napoleons Wirtschaftsblockade gegen England droht am Widerstand der Spanier zu scheitern. Sie sind seit langem gute Handelspartner der Briten. Um Spanien seinem Willen zu unterwerfen, beschließt Napoleon, das Land seinem Imperium einzuverleiben. Spanien hinkte damals weit hinter den anderen europäischen Ländern her. Für Napoleon war die iberische Halbinsel überhaupt eine andere Welt. Die Menschen geradezu mittelalterlich, beherrscht von der katholischen Kirche. Napoleon nannte die Spanier analphabetisch, unwissend und fanatisch. Er dachte, diese Menschen wären zu keinem wirklichen Widerstand fähig. Am 2. Mai 1808 erheben sich die Spanier gegen die in Madrid stationierte französische Armee. Am Abend sind 150 französische Soldaten tot. Die Franzosen üben Vergeltung. Tausende Spanier kommen ums Leben. Es ist der Auftakt zu einem brutalen, zügellosen Krieg. Beide Seiten stehen sich in nichts nach. Die Franzosen foltern und verstümmeln ihre Gefangenen. Die Spanier tun es ihnen gleich. Es ist ein Krieg der Gräueltaten, ein Partisanenkrieg. Das Wort Guerilla stammt aus dieser Zeit. Einen solchen Krieg hat die französische Armee noch nie geführt. Es ist kein ruhmreicher Krieg mehr. Hier schwindet Napoleons Urteilsvermögen. Er hatte das Gefühl für jegliches Maß verloren. Weil er nun einmal in Spanien war, wollte er nicht aufgeben. Tausende sterben. Aber es fehlt der entscheidende Sieg. 5 Jahre kämpfen Napoleons Truppen in Spanien. Es gelingt ihnen nicht, den Widerstand der Bevölkerung zu brechen. Napoleon nahm keine Ratschläge mehr an. Er glaubte nur noch an sich selbst, vertraute nur noch seinem Stern. Es war eine zunehmende Verblendung. Je größer sein Reich wird, desto mehr sieht sich Napoleon in der Nachfolge der Cäsaren, gottgleich und unfehlbar. Ihm fehlt nur noch ein Sohn für die Thronfolge. Josephine hat ihm keine Nachkommen geschenkt. Jetzt ist sie 46 und wird ihm kein Kind mehr gebären. Sie weiß, was kommt. Man wird mich schändlich aus dem Bett des Mannes verbannen, der mich gekrönt hat. Doch Napoleon zögert lange. Sie verstanden sich sehr gut. Josephine war immer sein guter Stern gewesen. Deshalb fiel es ihm schwer, sich scheiden zu lassen. Endlich beschließt er, ihr zu sagen, dass sie ihre Ehe dem Ruhm Frankreichs opfern muss. Am 30. November 1809 ist es soweit.
Auf Schloss Fontainebleau, kurz nach dem Abendessen, verlangt der Kaiser, man möge ihn mit seiner Gemahlin allein lassen. Aus dem Nebenraum hört sein Sekretär verzweifelte Schreie. Als Josephine erfuhr, dass es aus war, brach sie zusammen. Sie weinte, sie fiel in Ohnmacht. Sie setzte alle weiblichen Waffen ein, um ihn noch einmal für sich zu gewinnen. Doch es gelingt ihr nicht. Zwei Wochen später wird die Scheidung offiziell vollzogen. Ich verstand meinen Bonaparte, sagt Josephine später. Ich wusste sehr gut, dass er seinen Kopf durchsetzen würde. Josephine zieht sich sofort nach Malmaison zurück. Am nächsten Tag kommt Napoleon sie besuchen. Bei strömendem Regen gehen sie Hand in Hand durch den Garten. Dann geht er. Für immer. Für sie ist es vorbei. Sie ist nicht mehr Kaiserin Josephine. Doch Napoleon trägt schwer an diesem Bruch. Er hängt an Josephine, er liebt sie. Auch für ihn ist es nicht leicht. Napoleon überlässt Josephine Malmaison und bewilligt ihr eine jährliche Apanage von 3 Millionen Franc. Jetzt ist er frei und kann sich eine neue Frau, die Mutter seines Thronerben, suchen. Unverblümt sagt er, ich will einen Bauch heiraten. Er hat ein Auge auf die Erzherzogin Marie-Louise geworfen, die 19-jährige Tochter seines alten Feindes Franz von Österreich. Die Heirat würde ihn mit den Habsburgern verbinden, einer der großen Herrscherdynastien Europas. Doch Marie-Louise will Napoleon nicht. Den Mann nur zu sehen, schreibt sie in ihr Tagebuch, wäre die schlimmste Folter. Ihr Vater setzt sich über ihren Protest hinweg. Die Heirat mit Napoleon, sagt er, werde Österreich Frieden bringen und ein Bündnis mit dem mächtigsten Land Europas. Zum Gehorsam erzogen, verabschiedet sich Marie-Louise von ihrer Familie und reist nach Frankreich ab. Im Frühling 1810 betritt sie das kaiserliche Schloss in Compiègne. Napoleon kann es nicht erwarten. So eilig er es hatte, ihren Vater zu besiegen, so überstürzt macht er sie zu seiner Frau. Eine Woche vor der Hochzeit zitiert er sie in sein Schlafgemach. Er will sie sofort, mit allem, was sie repräsentiert. Das nannte man damals Liebe nach Husarenart. Eine junge Frau wurde mit dem gleichen Elan erobert wie eine Festung. Später behauptet Napoleon, seine neue Kaiserin habe dazu nur gesagt, tun Sie es noch einmal. Napoleon konnte bezaubernd sein. Er wusste, wie man mit Frauen umgeht, wie man sie verführt. Und Marie-Louise war von ihrem Wesen her wie geschaffen für die Liebe. Am 1. April 1810 heiratet Kaiser Napoleon Bonaparte Erzherzogin Marie-Louise von Österreich im Schloss von Saint-Cloud. Mit allem Glanz, der sich für die Vereinigung zweier Imperien geziemt. Er liebt mich sehr, schreibt Marie-Louise ihrem Vater, und ich erwidere seine Liebe aufrichtig. Er hat etwas sehr Einnehmendes und Eifriges, dem man sich schwer entziehen kann. Napoleon muss sich gefragt haben, ob er träumt. Er heiratet eine Habsburgerin. Er verbindet sich mit einem der ältesten und ehrwürdigsten Herrscherhäuser Europas. Ein Jahr nach der Hochzeit verkünden Salutschüsse ein freudiges Ereignis im Hause Bonaparte. Marie-Louise hat einen Jungen zur Welt gebracht. Napoleon verleiht ihm den Titel König von Rom.
Der Kaiser scheint durch die Ankunft seines Prinzen wie verwandelt. Er erweist sich als sorgender Vater und liebender Ehemann. Durch die Heirat mit Marie-Louise setzt bei Napoleon eine Art Verbürgerlichung ein. Sie wirkt irgendwie lähmend auf ihn. Er arbeitet nicht mehr, er ist nicht mehr initiativ. Wenn er im häuslichen Kreise sagt, ich muss nach Spanien, um ein paar Dinge zu regeln, fängt Marie-Louise jedes Mal zu weinen an. Dann fährt er nicht, sondern bleibt bei ihr. Marie-Louise, die mädchenhafte Mutter seines Sohnes, scheint seine rastlose Energie zu dämpfen. Mit 42 Jahren und einem Bauchansatz wird Napoleon sanft und häuslich. In meinem Alter sind späte Stunden, Entbehrungen, Krieg nichts mehr für mich, gesteht er einem Vertrauten. Ich liebe mein Bett, meine Ruhe über alles, aber ich muss mein Werk vollenden. Auch 1811 sind längst nicht alle Probleme gelöst. Der blutige Guerillakrieg in Spanien, die hartnäckige Feindschaft der Briten. Zudem droht ein neuer Krieg. Zar Alexander schert aus der Blockade britischer Handelsgüter aus. Russland ist auf den Export von Getreide und Holz angewiesen. Napoleons Kontinentalsperre ruiniert die russische Wirtschaft. Der Konflikt eskaliert. Jeder Versuch zu verhandeln schlägt fehl. Im Frühjahr 1812 marschiert Napoleon in Russland ein. Eindringliche Warnungen seiner Berater hat er in den Wind geschlagen und die gewaltigste Streitmacht seit Menschengedenken aufgestellt. Franzosen, Italiener, Polen, Deutsche. 600.000 Mann aus allen Ecken und Enden seines Reichs. Napoleon prophezeit, in 20 Tagen werde der Krieg vorbei sein. Eine Armee von 600.000 Mann schien absolut unschlagbar, egal was passierte. Er hatte einfach genug Männer, um die Russen zu überwältigen. Er würde sie zum Kampf zwingen und besiegen. Langsam zieht Napoleons Superarmee durch die russischen Weiten. Er hatte gehofft, den Gegner mit einem Schlag zu vernichten. Aber die Russen entziehen sich der Schlacht. Napoleons Armee war doppelt so groß wie die russische. Deshalb konnten die Russen keinen Kampf riskieren. Sie mussten sich zurückziehen. Sie hatten keine andere Wahl. Doch schon allein durch ihren Rückzug schwächten sie Napoleons Armee. Die Tage ziehen sich dahin und die brütende Hitze des russischen Sommers fordert ihren Tribut. Die erschöpften Soldaten werden krank. Viele desertieren. Jeden Tag sind es Tausende, die ausfallen. Nach 2 Monaten hat Napoleon noch keine einzige Schlacht geschlagen, aber schon 150.000 Männer eingebüßt. Viele ausländische Soldaten gingen einfach nach Hause. Sie waren nicht loyal. Nur ihre Könige waren mit Napoleon verbündet. Als der Sommer zu Ende geht, stellen sich die Russen endlich zur Schlacht. Bei dem Dorf Baradino an der Moskwa. Moskau, die alte Hauptstadt des russischen Reiches, ist bedroht. Als die Soldaten des Zaren sich für den Kampf rüsten, singen sie, es ist Gottes Wille. Sie waren bereit, für Russland zu sterben. Für sie war es ein heiliger Tag. Vor einer Schlacht zog man frische Unterwäsche an, sozusagen um rein vor Gottes Thron zu treten. Sie alle trugen saubere Wäsche und zogen in die Schlacht. Die Schlacht von Baradino wird ein Gemetzel. Napoleon lässt sein früheres taktisches Genie vermissen und wirft seine Truppen dem Feind frontal entgegen. Es war ein wüstes Gemetzel. Sie schlugen sich erbittert. Am Schluss lagen 80.000 Tote und Verwundete auf dem Schlachtfeld. Die Schlacht, die
Der Kampf tobte von 6:30 morgens bis 3:00 nachmittags, als beide Armeen total erschöpft waren. Doch eine Entscheidung hat Baradino nicht gebracht. Die Russen ziehen sich wieder zurück. Am nächsten Tag erklärt sich Napoleon zum Sieger. Für ihn ist jetzt der Weg nach Moskau frei. Noch weiß er nicht, was ihn dort erwartet. Als Napoleon die Stadt betritt, ist sie menschenleer. In der Nacht brechen an verschiedenen Stellen Feuer aus. Berge roter, rollender Flammen, wird Napoleon sich später erinnern, wie riesige Meereswellen. Es war der erhabenste, großartigste, der schrecklichste Anblick, den die Welt je gesehen hat. Die Russen selbst hatten Moskau in Brand gesteckt. Die Zerstörung der Stadt durch die Flammen war der schlimmste Schlag für die Franzosen. Denn dadurch konnte Napoleon unmöglich in Moskau bleiben. Der Kaiser fürchtet den nahen Winterbeginn. Doch er zögert, seine Eroberung einfach aufzugeben. Also bietet er dem Zaren Verhandlungen an. Doch der Zar hüllt sich in Schweigen. Nach 5 Wochen vergeblichen Wartens gibt Napoleon schließlich den Befehl zum Rückzug. Am 19. Oktober 1812 verlassen die Reste der Grande Armée die Stadt, gefolgt von einem Wagenzug mit Beutegut. Es ist ein warmer Herbsttag. 3 Wochen später beginnt es zu schneien. Der russische Winter kommt früh in diesem Jahr. Die Temperaturen fallen auf minus 22 Grad. Napoleons Soldaten sind der Kälte schutzlos ausgesetzt. Unsere Lippen klebten aneinander fest, berichtet ein Soldat. Unsere Nasenlöcher froren zu. Wir schienen durch eine Welt aus Eis zu marschieren. Der Rückzug aus Russland war ein einziger Leidensweg. Beim Sprechen gefror ihnen der Atem mit trockenem Knacken vor dem Mund. Sie haben keine Vorräte mehr. Ihre Pferde verhungern. Die Kadaver sind das einzig Essbare weit und breit. Sie versuchen dem Hunger und der Kälte, der Erschöpfung und den Krankheiten zu trotzen. Und den Kosaken. Immer wieder sprengen sie wie aus dem Nichts heran und attackieren die geschwächten Franzosen. Auf diese Art und Weise wurde die französische Armee aufgerieben. Sie fiel auseinander, Stück für Stück, bis sie als Streitmacht nicht mehr existiert. Napoleon muss den Untergang seiner Armee erleben. Aus Furcht vor einer Gefangennahme trägt er einen kleinen Lederbeutel mit einer Giftfiole um den Hals. Vor einem halben Jahr ist er siegesgewiss mit fast 500.000 Soldaten in Russland einmarschiert. Als ihn Gerüchte über einen Staatsstreich erreichen, lässt er seine Truppen am 5. Dezember 1812 im Stich und kehrt eilends nach Paris zurück. Unterwegs im Schlitten durch halb Europa sagt er, vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt. Sein Satz wird berühmt. Er hatte 500.000 Soldaten verloren. Von den 600.000 kamen nur 93.000 zurück. Es war der Anfang seines Endes, wird sein einstiger Außenminister Talleyrand später sagen. Napoleons Feinde wittern Morgenluft. Briten und Russen, Preußen und Schweden schließen sich gegen ihn zusammen. Nur Österreich, wo sein Schwiegervater regiert, zögert noch. Napoleon klammert sich an die Hoffnung, er könne sein Glück mit einer entscheidenden Schlacht erzwingen und macht für einen weiteren Feldzug in Mitteleuropa mobil. Er kämpfte bald hier, bald da. Er gewann nie.
kämpfte aber wie besessen weiter. Im Herbst 1813 stellen die Alliierten Napoleon bei Leipzig. Sie besitzen doppelt so viele Soldaten wie er. 3 Tage dauert die Völkerschlacht bei Leipzig. Sie endet mit einer verheerenden Niederlage Napoleons. Der Glaube an seine Unbesiegbarkeit ist dahin. Überall sind seine Armeen zum Rückzug gezwungen. Vor einem Jahr, sagt er, marschierte ganz Europa an unserer Seite. Heute marschiert ganz Europa gegen uns. In 2 Monaten hat Napoleon 400.000 Männer verloren. Doch er gibt nicht auf. Es blieb uns nichts anderes übrig als zu kämpfen, wird er später sagen, denn mit jedem Tag wurden unsere Chancen geringer. Anfang 1814 ist Napoleon in Paris, als er erfahren muss, dass seine Gegner in Frankreich eingedrungen sind. Er befürchtet das Schlimmste und beginnt, private Papiere zu verbrennen. Selbst Österreich unter Führung seines Schwiegervaters Franz I. hat sich den Alliierten angeschlossen. Keine Sorge, sagt Napoleon zu Marie-Louise, wir werden Papa Franz schon schlagen. Verlasse dich darauf. Am Morgen des 25. Januar 1814 verabschiedet er sich von seiner Frau und seinem Sohn. Er wird sie nie mehr wiedersehen. Auf seinem letzten Feldzug quer durch Frankreich zeigt Napoleon noch einmal militärische Brillanz. Doch seine 70.000 Soldaten sind den 260.000 der Koalitionsarmee nicht gewachsen. Am 31. März 1814 ziehen die Verbündeten die Champs-Élysées hinunter. Der Krieg ist so gut wie vorbei. Seine eigenen Generäle wenden sich von ihm ab. Als er versucht, die Überreste seiner Truppen für einen Marsch auf Paris zu sammeln, verweigern sie ihm den Gehorsam. Am 12. April 1814 unterzeichnet Kaiser Napoleon seine Abdankung. Seine Majestät schien am Boden zerstört, notiert sein Sekretär. Er war dermaßen erregt, dass er, ohne es zu merken, sein Bein mit den Nägeln aufkratzte, bis das Blut kam. An diesem Abend nimmt er die Fiole aus dem Lederbeutel und leert ihren Inhalt in ein Glas Wein. Das Gift ist nicht stark genug. Napoleon bleibt am Leben und muss mit ansehen, wie ihm alles, was er je erreicht hat, genommen wird. Mein Vater ist vor 2 Stunden eingetroffen, schreibt Marie-Louise ihm 2 Tage später. Er will mich nicht zu dir lassen. Ich bin so traurig, dass ich nicht weiß, was ich dir sagen soll. Ich küsse dich und liebe dich von ganzem Herzen. Am 20. April schreitet Napoleon die Freitreppe von Schloss Fontainebleau hinab, um ein letztes Mal zu seinen Gardesoldaten zu sprechen. Adieu, meine Kinder, sagt er. Ich reise ab. Beklagt mein Schicksal nicht. Ich wünschte euch alle an mein Herz zu drücken. Wenigstens aber will ich eure Fahne umarmen. Dann nimmt er die Regimentsfahne und presst sie an seine Lippen. Möge dieser Kuss in den Herzen all meiner Soldaten wiederklingen. Noch einmal, adieu, meine alten Gefährten, lasst diesen Kuss in eure Herzen dringen. Eine britische Fregatte bringt den 45-jährigen Napoleon ins Exil. Auf die Mittelmeerinsel Elba. Er hat ein Imperium geschaffen und wieder verloren.
Auf der Fahrt kommt Korsika in Sicht, die Insel, auf der er geboren wurde. Eine bittere Erinnerung an seinen steinigen und letztlich vergeblichen Aufstieg. Man weist ihm eine Villa zu, auf einem Felsen, hoch über dem Meer. Dies also ist sein neuer Palast. Hier soll er für den Rest seines Lebens bleiben. Seines glanzvollen Titels beraubt, darf er sich jetzt wenigstens Kaiser des Inselreichs Elba nennen. Als Napoleon auf Elba ankam, war er zunächst verzweifelt und deprimiert. Doch er fand sehr schnell zu zwei wichtigen Säulen seines Lebens zurück, zur Arbeit und zum Handeln. Er kümmerte sich um die Insel, als wäre sie ein großes Land. Er organisiert seinen Hof, ernennt einen Zeremonienmeister, einen Finanz- und einen Kriegsminister und entwirft sogar eine Flagge. Er lässt Oliven- und Maulbeerbäume pflanzen, Straßen pflastern und regelmäßig den Abfall beseitigen. Er verkündet seinen Untertanen, 13.000 Bauern, sie dürften nicht mit mehr als 5 Personen in einem Bett schlafen. Es steckte immer noch eine Menge Genie in ihm. Elba muss für ihn die verkörperte Langeweile gewesen sein. Viele Tage verbringt Napoleon im Sattel. Er erkundet die mageren Ressourcen der Insel. Oft steigt er auf seinen Lieblingsberg, von dem er weit über das Mittelmeer blicken kann. Dort hinten liegt Korsika. Stundenlang schaut er hinüber. Seine Verbindung zur Vergangenheit ist noch lebendig. Als Josephine am 29. Mai 1814 in Malmaison stirbt und Napoleon davon erfährt, verlässt er 2 Tage lang sein Zimmer nicht. Monate gehen ins Land und Napoleon bekommt es satt, den Kaiser von Elba zu spielen. Unaufhörlich denkt er an Frankreich, wo die Alliierten das Königtum wieder eingeführt und einen Bourbonen auf den Thron gesetzt haben. Ludwig der 18. besitzt weder Napoleons Genie noch sein Charisma. Unter ihm wird Frankreich eine konstitutionelle Monarchie. Doch die Wirtschaft kommt nicht in Schwung. Die Royalisten drohen, die Errungenschaften der Revolution abzuschaffen. Schon bald ist der neue König unpopulär. Es lag an den Bourbonen. Hätten sie cleverer und effektiver agiert, Napoleon wäre auf Elba geblieben. Zehn Monate beobachtet Napoleon das Geschehen und wartet ab. Am 26. Februar 1815 gelingt ihm die Flucht von der Insel, zusammen mit 1100 Soldaten und Offizieren, die ihm treu ergeben sind. Er sagt, auch wenn er einen Fehler begangen oder ein Unglück erlitten hat, ein Mann von Genie kommt immer wieder auf die Füße. Nach der Landung in Frankreich steht nur noch die königliche Armee zwischen Napoleon und Paris. 6 Tage später trifft er bei Grenoble auf ein Infanterieregiment, das ihm den Weg versperrt. Napoleon tritt den Männern allein entgegen. Soldaten, ruft er, ist einer unter euch, der seinen Kaiser töten will? Hier bin ich. Anstatt zu schießen, lassen die Soldaten ihren Kaiser hochleben. Vive l'Empereur, rufen sie begeistert. Es lebe der Kaiser. 2 Wochen später ist Napoleon in Paris und König Ludwig der 18. geflohen. Die Nachricht schlägt wie eine Bombe ein. Der Teufel ist von der Kette, sagen seine Feinde. Wieder wirkte seine Aura Wunder. Es lebe der Kaiser, den ganzen Weg bis Paris. Aber es war Wahnsinn. Er hatte keine Chance.
Seit Monaten streiten die europäischen Fürsten und Staatsmänner auf dem Wiener Kongress über eine neue postnapoleonische Friedensordnung in Europa. Nach der Schreckensbotschaft von Napoleons Rückkehr ziehen England, Preußen, Österreich und Russland wieder an einem Strang. Sie ächten Napoleon, erklären ihn zum Unruhestifter und bereiten ihre Armeen auf einen neuen Krieg vor. Er hatte ganz Europa gegen sich. Eine Koalition, gegen die Frankreich unmöglich ankommen konnte. Ende Mai stehen die britische und die preußische Armee in Belgien. Österreichische und russische Truppen sind unterwegs. Napoleons Plan greift auf die Strategie zurück, die ihm seine großen Siege bescherte. Er will einen Keil zwischen die Briten und die Preußen treiben und sie schlagen, bevor die Verstärkung aus dem Osten eintrifft. Er stellt eine Armee auf und marschiert gegen Waterloo. Napoleons Schicksal wird auf einem Feld mit Klee und Roggen entschieden. 5 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit. Hier erwartet ihn der Herzog von Wellington, Englands brillantester Feldherr. Hochgewachsen, aristokratisch, ziemlich arrogant, nicht besonders fantasievoll, aber vollkommen unerschrocken, Nerven aus Stahl. Er kannte seine Armee und wusste, wie er sie einsetzen musste. Er war ein Meister der Verteidigung. On the defensive. Wellington kommandiert 95.000 Mann und er rechnet mit weiteren 120.000 den Preußen unter dem Befehl von Generalfeldmarschall Blücher. Blüchers größter Wunsch, Napoleon gefangen zu nehmen und erschießen zu lassen. Seine Truppen vergötterten ihn. Er war alt, schon ein bisschen schusselig und der Flasche zugetan, aber er kämpfte gern und hasste die Franzosen. Mit Blücher an seiner Seite wäre Wellington Napoleon haushoch überlegen. Ungeduldig wartet der Herzog auf die Ankunft der Preußen. Wellington appellierte an Blücher: Kommen Sie schnell, wir kämpfen bis zum letzten Mann. Noch ist der preußische Generalfeldmarschall meilenweit vom Schlachtfeld entfernt. Und Napoleon versucht, ihm den Weg abzuschneiden. Werden die Preußen es überhaupt bis Waterloo schaffen? Es regnet heftig, als die Soldaten beider Seiten in der Nacht vor der Entscheidung versuchen, ein wenig Schlaf zu finden. Am nächsten Morgen, es ist Sonntag, der 18. Juni 1815, sind sie müde und durchnässt. Auf dem schlammigen Schlachtfeld stehen die Pfützen. Als die Sonne höher steigt, sind der Herzog und seine Männer für die Schlacht gerüstet. Doch in Waterloo bleibt es still. Fast 5 Stunden sind seit Tagesanbruch vergangen und noch immer hat Napoleon keinen Angriff befohlen. Er sagt, er wolle abwarten, bis der Boden etwas getrocknet sei, damit er seine Geschütze postieren könne. Sicher, das Gelände war aufgeweicht. Aber früher hätte ihn das nicht gestört. Er bestimmte die Zeit des Angriffs. Jetzt hat er das Vertrauen in seinen guten Stern verloren. Ich fühlte, wie das Glück mich verließ, sagt Napoleon später. Ich besaß nicht mehr die Sicherheit, dass ich erfolgreich sein würde. Um 11:30 eröffnet seine Artillerie schließlich das Feuer. Sein Schlachtplan ist simpel. Wellington hat die auf beiden Seiten am Rande gelegenen Gutshöfe besetzt. Außerdem kontrolliert er einen Hügel in der Mitte. Um den Widerstand der Engländer zu brechen, setzt Napoleon alles auf einen massiven Frontalangriff. Er wollte Wellington zuerst angreifen. Je schneller, desto besser. Er würde ihn in die Flucht jagen, sich umdrehen und Blücher erledigen. Kurz nach Mittag befiehlt Napoleon ein Trommelfeuer auf die feindlichen Linien.
74 seiner besten Kanonen nehmen Wellingtons Position unter Beschuss. Doch der Brite hat seine Truppen hinter dem Hügel postiert, sodass die französischen Geschosse weit über sie hinwegfliegen. Napoleons Motto, kein Angriff auf eine gesicherte Position, galt hier nicht. Er musste Wellington ausräuchern. Die Franzosen feuern Salve um Salve, bis die Briten zum Gegenangriff übergehen und sie zurückschlagen. Die Engländer waren in einer guten Position. Trotzdem griff Napoleon frontal an. Von Selbstmord zu sprechen wäre zu stark, aber er verlor viele Soldaten. Man hat den Eindruck, er gab Befehle in der Hoffnung auf ein Wunder. Er agierte wie in Trance. Während seine Infanterie sich neu formiert, erreichen Napoleon weitere schlechte Nachrichten. Eine Vorhut der Preußen wird jeden Augenblick auf dem Schlachtfeld eintreffen. Napoleon muss Wellingtons Zentrum zerschlagen. Die französische Kavallerie rückt vor unter dem Kommando von Marschall Ney. Ney gilt als tollkühn, tapfer, doch von Taktik hat er wenig Ahnung. Er hält die britischen Linien für geschwächt und greift an. Die Briten formieren sich zu Karrees und warten ab. Unbesonnen befiehlt Ney seinen Leuten Angriff um Angriff. Napoleon verliert die Kontrolle über das Geschehen. Sie wurden einfach niedergemäht. Unteroffiziere fielen, Mannschaften fielen. Ney glaubte, noch ein Angriff brächte den Durchbruch. Noch einmal reicht, sagte er, und seine Soldaten folgten ihm. Sie waren kurz davor, die britischen Karrees zu durchbrechen. Aber Ney griff ohne Rückendeckung durch die Infanterie an. Es war wie ein Panzerangriff ohne Infanterieunterstützung. Die französische Kavallerie wird aufgerieben. Doch auch Wellingtons Truppen zeigen erste Anzeichen von Schwäche. Die Sonne steht bereits niedrig. Ein unheimliches Abendrot beleuchtet die Szenerie. In diesem Licht sieht Napoleon am äußersten Rand des Schlachtfelds preußische Soldaten auftauchen. Einer seiner Adjutanten meinte, der Hügel zur Rechten hätte sich verdunkelt. Es waren die schwarzen Uniformen der Preußen. In einer Dunstwolke sieht er die Preußen kommen. Er kann sich zurückziehen oder versuchen, die Briten zu schlagen, bevor die Preußen da sind. Er beschließt, dass er sie schlagen kann. Napoleon zieht seinen letzten Trumpf. Er setzt seine alte Garde ein. Die Gardisten sind seine Elite. Bislang hat er sie in Reserve gehalten. Die gefürchtete Garde, sie war noch nie zurückgewichen. Sie ist seine letzte Chance. Es herrschte totales Chaos, Nebel und Pulverdampf. Und dann diese Kampfmaschinen, die einfach vorwärts gingen und keine 50 Meter mehr entfernt waren. Sie sind nur noch 40 Schritte entfernt, als der Herzog von Wellington Befehl gibt zu feuern. In weniger als einer Minute fallen 400 Franzosen.
Nur die Garde geht noch voran. Sie waren großartig. Sie hätten die britischen Linien beinahe durchbrochen. Aber es war zu spät. Zum ersten Mal in der Geschichte der napoleonischen Kriege sah man die Garde zurückweichen. Rette sich, wer kann, riefen die französischen Soldaten, als sich der Schreckensruf La Garde recule, die Garde weicht zurück, ausbreitete. Wellington schiebt sein Fernrohr zusammen und schwenkt seinen Hut in der Luft. Kein Beifall, Jungs, sagt er. Vorwärts und macht euren Sieg komplett. Unter den französischen Soldaten löst das Zurückweichen der Garde Panik aus. Und eine weitere Katastrophe bahnt sich an. Die Preußen sind auf dem Schlachtfeld. Die Preußen waren der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Napoleon musste Kräfte aus dem Zentrum abziehen, um sie Blücher entgegenzuwerfen. Blücher gewann die Schlacht. Ohne Blücher hätte Wellington es nicht geschafft. Eine verdammt schöne Sache, wird Wellington später sagen. Die knappste Sache, die man je gesehen hat. Die Schlacht hat keine 12 Stunden gedauert. Das Schlachtfeld ist mit Toten und Verwundeten übersät. Noch einmal versucht Napoleon, seine Truppen zu sammeln. Vergebens. Dann dreht er der Katastrophe den Rücken zu und flieht. Er hatte die Schlacht zu spät begonnen. Er hatte unklare Befehle gegeben. Doch in Wirklichkeit verlor er die Schlacht, weil er nicht mehr an seinen Erfolg glaubte. Aber auch wenn er bei Waterloo gesiegt hätte, der Krieg wäre trotzdem verloren gewesen. Ganz Europa hat sich gegen ihn erhoben. Napoleon erkennt, dass es sinnlos ist, weiterzumachen. Als sich die Armeen der Alliierten um ihn zusammenschließen, lässt er den Dingen ihren Lauf. Am 22. Juni 1815, 4 Tage nach der Schlacht von Waterloo, dankt Napoleon ein zweites Mal ab. Ohne Aussicht auf eine Zuflucht begibt er sich in die Hände der Briten. Er wünsche, sagt er, in einem Landhaus in der Nähe von London zu wohnen. Sein Wunsch wird abgelehnt. Stattdessen schicken die Briten ihren alten Erzfeind wieder ins Exil. Diesmal sorgen sie dafür, dass er nicht mehr zurückkommt. Großzügig erlauben sie ihm, ein paar seiner Getreuen mitzunehmen. Dann bringen sie ihn und sein kleines Gefolge zu einem entlegenen Vorposten ihres Imperiums im südlichen Atlantik, auf eine karge Vulkaninsel mit Namen St. Helena. Als eine der mitreisenden Damen erfährt, wohin man sie bringt, versucht sie, über Bord zu springen. Von St. Helena kann man nicht fliehen. Die Insel ist fernab gelegen, ein Stück Fels im Meer, vom Wind gepeitscht. Als Napoleon diese natürliche Festung zum ersten Mal sah, verstand er alles. In diesem Moment wusste er, die Insel wird sein Grab. Einst gebot er über fast ganz Europa. Jetzt findet er sich auf einem Fleckchen Erde wieder, das 16 Kilometer lang und 9 Kilometer breit ist. Es wäre schön, sagt er, einzuschlafen und 1-2 Jahre nicht aufzuwachen. Auf Elba ist er wenigstens noch Kaiser gewesen. Auf St. Helena ist er ein Gefangener, bewacht von 2000 Soldaten und 2 Kriegsschiffen, die Tag und Nacht die Insel umrunden. Sein letzter Palast, ein Holzhaus, das früher einmal ein Viehstall war. C'est une petite ferme misérable.
Es ist eine kleine, elende Farm. Unaufhörlich bläst der Wind, ständig herrscht Nebel. Die Feuchtigkeit dringt durch Wände und Kleider. Wenn man Karten spielen will, muss man sie zuerst in den Backofen stecken, weil sie zu feucht sind. Napoleon ist 46 Jahre alt und er hat nichts anderes mehr zu tun, als zu essen, zu schlafen und eine Beschäftigung für seinen Geist zu suchen. Sterben, sagt er, ist nichts. Aber besiegt und ohne Ruhm zu leben, heißt, jeden Tag zu sterben. Auch noch des kleinsten Überrestes seiner einstigen Macht beraubt, führt Napoleon auf St. Helena einen aussichtslosen Kampf gegen die Langeweile. Er gärtnert, liest jedes Buch und jedes Journal, das ihm in die Hände fällt. Er versucht, ein Stück von Voltaire umzuschreiben und etabliert eine gewisse Etikette für seinen minimalen Hofstaat. Er legt sich mit dem englischen Gouverneur der Insel an, der ihn hartnäckig General Bonaparte nennt. Wenn er nicht schlafen kann, zitiert er einen seiner Getreuen herbei und resoniert die ganze Nacht über den Lauf der Welt und darüber, warum er die Schlacht von Waterloo verloren hat. Nur eine Waffe ist ihm geblieben: seine Worte. Mit ihnen bestreitet er seine letzte Kampagne. Tag für Tag diktiert er seine Erinnerungen und schmiedet Legenden aus dem Stoff seines Lebens. Ich werde überleben, sagt er, und wann immer man einen erhabenen Eindruck machen will, wird man mich preisen. Er fand, dass sein irdisches Leben zu Ende war. Nun würde sein Leben in der Legende beginnen. Und genau daran müsse er jetzt arbeiten. Noch einmal schlägt Napoleon seine Schlachten. Noch einmal begründet er seine Entscheidungen. An seinen Triumphen soll die ganze Welt teilhaben. Rivoli, die Pyramiden, Marengo, Austerlitz, das ist Granit, sagt er. Dagegen kann der Zahn des Neids nichts ausrichten. Der Code Civil, die Bank von Frankreich, die Brücken über die Seine, Kanäle, Straßen, Schulen, Bibliotheken, alles soll den Fortbestand seines Erbes bezeugen. Er rekonstruiert seine Taten, um seine Entscheidungen zu rechtfertigen, um zu sagen, dass er der Retter der Revolution war, dass er den Frieden und eine neue Welt wollte. Die europäischen Monarchen haben sich ihm entgegengestellt, ihm, dem modernen, tätigen Mann, der für das Wohl der Völker arbeitete. Er hatte wenig anderes zu tun, als eine Schlacht für sein Image, seinen Ruf zu schlagen. Es war eine äußerst erfolgreiche Kampagne. Er vermittelte ein Bild des Einzelnen, der sehr viel erreichen kann, durch Zielstrebigkeit, Energie und Intelligenz. So sah er sich selbst. Die Zeit schleppt sich dahin. Napoleon wird krank und gerät bald in einen Zustand tiefster Verzweiflung. Er hatte jede Hoffnung verloren. Er war allein in seinem kleinen Zimmer, brütete vor sich hin, starrte in den Regen. Er aß in seiner Badewanne. Er las in seiner Badewanne. Er empfand die ganze Tristesse seines Daseins, die wie ein Tropfen Säure nach dem anderen sein innerstes Wesen zerfraß. Ich denke, das hat Napoleon umgebracht. Fünfeinhalb Jahre lebt Napoleon Bonaparte auf St. Helena. Hier stirbt er am 5. Mai 1821. Er ist nicht mehr ansprechbar, als er seine letzten Worte flüstert. Frankreich, die Spitze der Armee, Josephine. Er ist 51 Jahre alt geworden. Sein Leben verwandelt sich in einen Mythos, so wie er es gewollt hat. Selbst sein Exil wird zum heldenhaften Martyrium. St. Helena, seine Dornenkrone,
die letzte Station seines Kreuzwegs. Mein Niedergang, sagt er, erhebt mich in unendliche Höhen. Napoleon fand es notwendig, sich als Märtyrer darzustellen. Er sagte, wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben, würden wir ihn nicht als Gott verehren. Im Laufe der Zeit wird seine Geschichte wieder und wieder erzählt werden. Seine Machtverliebtheit, seine tyrannische Herrschaft und die 3 Millionen Soldaten, die in seinen Schlachten ums Leben kamen, vermögen den Glanz seiner Legende nicht zu trüben. Selbst mit seinen Schriften machte sich Napoleon noch loyale Anhänger und eifrige Gefolgsleute. Das ist außerordentlich. Ein Wink mit dem Zauberstab und aus dem besiegten Gefangenen wird wieder ein Held. Er schreibt seine eigene Geschichte. Deshalb stirbt er nicht. Er wird niemals sterben. Alles auf Erden ist bald vergessen, sagt Napoleon. Nur der Stempel nicht, den wir der Geschichte aufdrücken. Es gibt keine Unsterblichkeit, außer der Erinnerung, die in den Herzen der Menschen bleibt.